Hallihallo, ich möchte heute Plätzchen machen und ja, das ist eins meiner Lieblingsrezepte unter den Plätzchenrezepten, das sind die Datteltaler. Wir brauchen für die Datteltaler Datteln, Mandeln, 4 Eiweiß, etwas Zitronensaft, Rumaroma, Backobladen, Zimt, Speisestärke, Vanillezucker und normalen Zucker. Wir fangen an, indem wir eine Packung Mandeln, 200 Gramm, in den Mixtopf geben. Und das Ganze für 10 Sekunden auf Stufe 7 zerkleinern. So, die sehen jetzt so aus. Theoretisch hätte ich also auch gemahlene Mandeln nehmen können. Aber ich kann sie auch wunderbar selber in meinem Thermomix zerkleinern. Das fülle ich in eine Schüssel. Dann kommen Datteln, ebenfalls 200 Gramm entsteint in den Mixtopf. Und die zerkleinern für 10 Sekunden auf Stufe 5. So, die sehen jetzt so aus. Und die schütte ich mir zu meinen Mandeln. Und vermische das Ganze. So, da wir jetzt gleich Eiweiß steif schlagen im Thermomix, den gut reinigen, damit uns das Eiweiß auch schön fluffig hochgeht. So, Mixtopf ist gut sauber. Wir brauchen jetzt noch den Rühraufsatz, den wir ganz locker einfach in den Thermomix einsetzen. Dann nehme ich meine 4 Eiweiß, packe noch einen Esslöffel Zitronensaft dazu, zum Beispiel Pi mal Daumen. Und stelle den Thermomix auf 3 Minuten. 37 Grad und Stufe 3,5. So, jetzt sieht jetzt mein Eischnee aus. Dann kommt noch dazu 4 Prisen Zimt. Gramm Zucker. Gramm Speisestärke. Und eigentlich 2 Päckchen Vanillezucker, aber ich nehme meinen selbstgemachten Vanillezucker und dann nehme ich 2 gehäufte Teelöffel davon. So, Mixtopfdeckel wieder aufsetzen. Rumaroma habe ich vergessen. Noch eine Flasche Rumaroma dazu. Messbecher wieder drauf und das Ganze für 10 Sekunden auf Stufe 3 verrühren. So, den Rühraufsatz kann ich jetzt entfernen. So, hier auch nochmal, wie es jetzt aussieht von der Konsistenz. Dann kommt mein Mandel-Dattel-Gemisch dazu. Und das Ganze nochmal für 20 Sekunden auf Stufe 2 verrühren. So, in der Zeit, als ich den Eischnee gemacht habe, habe ich schon mal ein Backblech bzw. 2 Backbleche mit Backpapier belegt, sodass ich jetzt unsere fertige Plätzchenmasse sozusagen mit einem Löffel beziehungsweise 2 Löffeln auf die Oblaten geben kann. Ich habe da 5 cm Durchmesseroblaten genommen und verteile jetzt eben die Masse auf den Oblaten. Nachher kommt noch wieder eine weitere Lage Oblaten oben drauf.
Und dann kommt das Ganze in den Backofen bei 130 Grad Umluft für ca. 25 Minuten. So, meine beiden Bleche wandern jetzt in den Backofen bei, wie gesagt, 130 Grad Umluft für ca. 25 Minuten. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Ich hätte die Masse nochmal mit dem Spatel durchrühren müssen, bevor ich angefangen habe, das Ganze zu portionieren, weil man sieht es hier, also es darf natürlich ein bisschen rausquellen, aber so wie hier ist es ein bisschen viel. Da war, war die Masse quasi etwas dünnflüssig. Hätte ich das besser vermengt im Mixtopf, wäre das gleichmäßiger gewesen, auch etwas härter und deswegen fließt es nicht so auseinander. Schreibe ich aber auch mit ins Rezept und die wandern jetzt erstmal in den Backofen. So, meine Datteltaler sind raus aus dem Ofen, sind auch schon abgekühlt und ich habe es jetzt weiterhin hier aufs Backpapier gelegt neben mir und habe in meinem Schokoladenschmelzgerät 200 Gramm Schokolade aufgelöst. Das Ganze ist natürlich auch im Thermomix machbar. Ich persönlich finde es angenehmer, weil ich hier so ein, ja, ein sehr, sehr kleines Schälchen habe, wo ich dann eben super gut das Ganze jetzt eintauchen kann. Denn ich werde jetzt hälftig noch mit Schokolade oder in der Schokolade baden. So, zeige ich das mal, die so ein bisschen ablaufen lassen und dann zum Trocknen wieder auf mein Backpapier geben. So dass die, jetzt zeige ich es auch gleich nochmal, dass man es nochmal sieht hier in der Kamera. Also die sehen dann so aus quasi. Und lasse sie dann auf dem Backpapier trocknen. Und dann sind sie auch schon fertig.